Morgen, meine Lieben. Ich wollte jetzt eigentlich gerade erst mal Sport machen und dann habe ich mich aber kurz hingesetzt und das mache ich morgens gerne und gehe dann so kurz in mich und ja, mache mich für den Tag fertig und gehe so in positive Gefühle, versuche mich da einzuschwingen und dann kam so ein Impuls und das war spannend, sage ich jetzt mal, und da kam so der Impuls, dass jetzt nicht nur eine Welt, ich sag's jetzt mal, es hört sich jetzt dramatisch an, ne? Aber nicht nur eine Welt zusammenbrechen wird, sondern eigentlich zwei. Ja, weil wir haben einmal die materielle Welt und die spirituelle Welt und die werden ja zusammengeführt. Nur ist es bisher so, und das ist die spannende Erkenntnis am Morgen, dass wir auch in so einer pseudospirituellen Welt leben. Also nicht nur die materielle Welt ist nicht die Realität. Das wissen ja viele spirituelle Menschen schon. Aber die aktuelle spirituelle Welt ist häufig auch nicht die Realität. Weil wir uns teilweise, gerade so wir Spirituellen, sage ich jetzt mal, in eine spirituelle Welt flüchten. Und es ein Davonlaufen ist und dann auch häufig Informationen beziehen, auch aus der geistigen Welt, die gar nicht immer rein und wahr sein müssen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, es gibt viele Menschen, die channeln, ja, oder die auch vielleicht spirituell erfolgreich sind, aber nicht reinen Herzens sprechen und nicht aus der Seele, sondern aus dem Ego, aus dem Verstand. Und dann ist da so eine spirituelle Szene entstanden, wo auch gar nicht der Realität entspricht. Ja, wo viele sagen, ja, ich channel jetzt hier, keine Ahnung, den Uriel, den, was weiß ich, schon, Schaniel, wie sie alle heißen. Also nichts gegen dagegen, ne? Die gibt es ja alle. Nur weiß man nicht, ob, wenn Menschen behaupten, dass sie da jetzt irgendwas channeln, ob das wirklich rein ist und ob das wirklich stimmt, weil sich, glaube ich, viele auch so in diese spirituelle Welt geflüchtet haben, weil die materielle sie kaputt gemacht hat. Und dann haben sie sich da geflüchtet, haben Anker gesucht und haben sich auch so ein bisschen die eigene Welt so zusammengesponnen. Ja, und mit dem Verstand eine Spiritualität kreiert, die aber nichts mit der realen Spiritualität zu tun hat. Und deswegen gebe ich euch einfach nur den Tipp, alles, was sich für euch so komisch anfühlt, ja, so gruselig, so, oder auch manche Menschen, wo man das Gefühl hat, die sind gar nicht mehr da richtig, oder die sind nicht so am Leben, ne? So wie so, oh ja, lalala, ich bin immer in meiner Liebe, tralala. Wisst ihr, was ich meine? So diese Betäubten. Spürt bitte immer in euch hinein, ob das noch ein echter Mensch ist oder ob das ein Mensch ist, der sich in so ein Schutzprogramm selber festgehalten hat oder festhält, um die Welt nicht mehr spüren zu müssen. Also die Flucht der materiellen Welt in die spirituelle Welt hat nichts mit Spiritualität zu tun. Im Gegenteil. Und als ich diese Erkenntnisse hatte, ist mir bewusst geworden, wie viele Menschen in der Scheinwelt leben. Nicht nur in der materiellen Scheinwelt, wo sich die Spirituellen denken, ihr werdet euch mal noch anschauen, wenn das Erwachen kommt. Nein, auch die spirituellen Menschen leben häufig in einer Scheinwelt, die gar nicht wirklich existiert, die sie sich aufgebaut haben aus dem Verstand, weil man sich selber belogen hat und dann Menschen anzieht, die einen auch belügen und man dann vielleicht irgendwas gesagt bekommt, weil das Ego das hören möchte, aber nicht, was wirklich dir der Wahrheit entspricht. Und ich bin mir sehr sicher, dass da auch einiges an Manipulation gerade auch in den spirituellen Kreisen unterwegs ist. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich jemand schlecht machen möchte oder weil ich Angst schüren will, um Gottes Willen. Ich weiß einfach aus eigener Erfahrung, dass viele Menschen Meister der Manipulation sind und dass die lügen können, ohne dass man es im ersten Moment wahrnimmt, weil die sich das selber einreden. Weil sie denken, sie reden die Wahrheit,
weil das schon zu ihrer Wahrheit geworden ist. Ja, also wenn ich mir jetzt einrede, ich channel jetzt, keine Ahnung, Uriel, ja, dann kann ich euch jeden Tag was von Uriel erzählen und kann mir das zurechtspinnen und dann lebe ich wirklich in so einer Welt, wo das für mich die Realität ist und entsprechend gebe ich es dann weiter. Und deswegen sage ich auch immer, spürt immer in euch hinein, in eure Wahrheit. Und auch wenn da ein Geistwesen gechannelt wird und ihr sagt, das fühlt sich jetzt aber komisch an, dann hört und vertraut bitte immer auf euer Gefühl. Und es ist gerade am Anfang schwer, weil man dann so wie so ein Erwachen hat und sich denkt, was stimmt jetzt eigentlich? Ne? Weil wir haben so kategorisiert in materielle Welt und spirituelle Welt. Und dann denken wir, okay, die spirituelle ist jetzt die Realität. Aber in der spirituellen Welt gibt es auch ein paar Spinner, die sich das aber so eingeredet haben und die auch so das quasi so leben wie eine Rolle. Ja? Und es für die so normal geworden ist und man das denen auch abkauft, weil die das wirklich gut spielen. Nur irgendwann kommt so dann so ein emotionaler Impuls, der sagt, hey, hier stimmt aber irgendwas gewaltig nicht. Ja, und so ging es mir eben auch in der Vergangenheit und deswegen wollte ich das kurz auch mit euch teilen. Weil man dann nämlich anfängt, sich die Frage zu stellen, was ist denn jetzt real? Was ist wirklich real? Und das ist im ersten Moment so, als würde es einen den Boden wegziehen, weil man sich denkt, man weiß ja gar nicht mehr, was real ist und was nicht. Wer recht hat und wer nicht. Und das ist im ersten Moment so ein Poor, so ein Bam, ne? So, wem oder was kann ich jetzt vertrauen? Und das ist aber die beste Möglichkeit und Chance, in sich zu gehen und in sich zu schauen und in sich hineinzufühlen. Deinem Gefühl zu vertrauen. Wo möchte dein Gefühl sein? Wo möchte es leben? Wie möchte es leben? Mit welchen Menschen möchte es leben? Und zu lernen, sich selber zu vertrauen. Und das bedeutet nicht, dass wir misstrauisch durchs Leben gehen müssen und sagen, ich kann ja niemandem mehr vertrauen. Nein. Aber unsere Seelen wollen alle lernen, dass wir, also aus menschlicher Sicht auch, dass wir Menschen lernen, unserer Seele zu vertrauen. Mehr als irgendeinem gechannelten sonst was. Ja? Mehr als jedem aufgestiegenen Meister. Auch wenn es die gibt, auch wenn die schlaue Sachen sagen. Aber der Seele vertrauen. Du weißt, du hast Unterstützung, du weißt, du kannst mit Energien arbeiten, mit aufgestiegenen Meistern und so weiter. Aber die letzte Instanz oder die wichtigste Instanz ist deine Seele und niemand anders. Und deine Seele ist es letztendlich, die dir sagt, ob du glücklich bist oder nicht. Es kann kein aufgestiegener Meister daherkommen und sagen, so, jetzt bist du glücklich. Und dann sagst du, ach ja, okay, wenn der das sagt, dann bin ich glücklich. Nein, es sagt dir dein Gefühl, es sagt dir deine Seele. Und wenn du noch an dem Punkt bist, wo du sagst, nein, ich bin noch nicht glücklich, sagt dir das auch deine Seele. Und da kann niemand von außen dir irgendwas eingeben, was sich für dich nicht stimmig anfühlt, weil du am Ende über dein Gefühl entscheidest, wie du dich fühlst, nicht über das, was andere sagen. Ja, da kann auch der liebe Gott persönlich kommen und sagen, Daniela, du wirst glücklich, wenn du jetzt im Wald wohnst, in der Hütte und was weiß ich, was. Dann sage ich, oh lieber Gott, wenn du das sagst, okay, dann mache ich das. Dann würde ich es vielleicht auch mal ausprobieren, wenn es der liebe Gott sagt. Aber wenn ich dann in meinem Hüttchen im Wald sitze und mir denke, nee, ich bin jetzt aber nicht glücklich, würde ich dann da sitzen bleiben, nur weil es der liebe Gott gesagt hat, dass ich da glücklich sein werde, wenn ich mich aber nicht glücklich fühle? Nein, würde ich nicht. Na, und das ist der Punkt, wo wir alle auf unser Gefühl hören dürfen. Ja, und Menschen, die wirklich spirituell sind, die haben auch kein Ego-Problem damit, wenn ihr das macht. Im Gegenteil. Die feiern das, wenn ihr sagt, nö, weißt du was, ich habe es jetzt anders gemacht und soll ich dir was sagen?
Das war für mich der bessere Weg. Und daran erkennt ihr, was wirklich spirituell ist und was nicht. Und da gibt es viele Spirituelle, wenn man dann so sagt, ja, aber ich sehe das so und so, dann merkt man so, da kommt so ein Widerstand, ne? Und das ist nicht ehrlich und das ist nicht rein. Wisst ihr, wenn ich auch einen Klienten habe und ich einen Impuls gebe und dann kommt er eine Woche später und sagt, du Daniela, ich habe es jetzt anders gemacht, hat funktioniert, ich habe auf mein Gefühl gehört, dann klatsche ich in die Hände und sage, yes, das ist es, was meine Arbeit ausmacht. Nicht meinen Worten nur Folge zu leisten, ja, oder meine Impulse eins zu eins umzusetzen, sondern das arbeiten zu lassen und dann das daraus zu machen, was sich stimmig anfühlt. Und da bin ich stolz auf jeden und da dürft ihr alle stolz auf euch sein, wenn ihr das so macht. Und die richtigen Menschen haben da auch kein Ego-Problem, sondern die feiern euch dann. Und da ist noch so, so viel Manipulation auf allen Ebenen unterwegs, in der materiellen Welt, in der spirituellen Welt. Und merkt euch da bitte immer eins. Menschen, die nicht manipulieren, die sind bei euch und euren Gefühlen. Da geht es nicht darum, wie fühle ich mich jetzt, wenn du weg bist. Nein, es geht darum, wie fühlst du dich? Ja, wenn ihr einen Tipp bekommt von jemandem, da geht es nicht darum, wenn ihr wegziehen wollt und jemand sagt, aber dann habe ich dich nicht mehr und ich habe dich doch so lieb und dann vermisse ich dich. Das ist auch keine Liebe, weil die Liebe lässt frei. Die Menschen, die euch lieben und die wirklich euch lieben, die würden sagen, hey, folg deinem Herzen. Auch wenn ich jetzt Schmerz spüre, aber du musst das tun, was du für dich tun musst. Und die lassen frei und die sprechen aus der Seele und nicht aus dem Verstand, der manipuliert. Also zweifelt auch nicht an euch, ja, wenn ihr das Gefühl habt, dass auch in der spirituellen Szene das ein oder andere nicht so rein ist, ja, wie man vielleicht in der Vergangenheit dachte und wie viele Menschen dachten. Weil da ganz viel aus dem Ego gechannelt wurde und ich bin sowieso kein Freund von dem reinen Channeling, ja, weil ich möchte, dass sich jeder Mensch mit der Seele verbindet und mit seinem eigenen geistigen Team und mit sich selber, für sich selber arbeitet und nicht auf Hilfe von außen angewiesen ist, auf irgendwelche Channel-Botschaften von besonderen Menschen, die channeln können. Nichts gegen dagegen, ja. Kann auch gut genutzt werden, aber ich möchte nicht, dass man davon abhängig wird, weil das ist nicht spirituell. Das ist eine Abhängigkeit und das ist aus der weltlichen Welt. Aus der materiellen Welt, aus der weltlichen Welt. Ja, da kommt man durcheinander mit den ganzen Welten. Das ist aber ein ganz, ganz wichtiges Thema und es geht darum, Spiritualität zu leben, die keine Abhängigkeit erzeugt. Ja, weil viele Menschen sind von der Energie der anderen abhängig und drehen es dann aber um und sagen, ihr braucht mich. Ja, sagen wir mal die Daniela, die jetzt channelt. Ja, ihr braucht mich und meine Botschaften. Braucht kein Mensch. Das ist eine Abhängigkeit, die erzeugt wird. Spiritualität ist Menschen mit ihren Gefühlen zu verbinden, mit ihrer eigenen inneren Führung, damit sie selber entscheiden können und eines Tages sagen, oh Daniela, danke, ich finde dich jetzt noch ganz nett und unterhaltsam, aber ich brauche dich nicht mehr. Das ist Liebe und das ist Spiritualität. Und viele Berater, Coaches, Medien klammern sich an ihre Klienten, und drehen den Spieß um und sagen, ja, ihr braucht mich, weil ich habe ja was, was ihr nicht habt. Und das ist Manipulation. Nicht immer bewusst, häufig auch unbewusst. Aber es ist nicht reinen Herzens. Und es gibt so dieses Gefühl von, da steht einer über mir. Und das ist nicht richtig, weil keiner über dem anderen steht. Jeder hat die eigene innere Führung. Jeder ist Gott. Und Menschen, die sich anhimmeln oder anbeten lassen wollen, sind nicht göttlich. Also sind nicht mit der Göttlichkeit verbunden. Göttlich sind wir alle in der Seele. Aber die sind nicht an ihrem göttlichen Kern, weil das so Menschen nicht machen würden. Und deswegen kommt jetzt eine spannende Zeit auf uns zu, wo nicht nur die materielle Welt so ein bisschen, sag ich jetzt mal, einbröckeln wird, ja, wo man hinter das ein oder andere blicken wird, was vielleicht nicht im Sinne der Liebe war.
Und aber auch in der spirituellen Welt genau das Gleiche, weil auch da viel Manipulation noch im Spiel ist. Und wir Menschen, wenn diese Welten, sag ich jetzt mal, einstürzen, jetzt mal dramatisch gesagt, ja, den Halt in uns finden können und sollen. Und deswegen lasst euch gerne helfen, lasst euch gerne inspirieren von außen, aber immer, bitte immer mit eurem Gefühl abgleichen. Und ihr habt alle ein gutes Gespür. Trainiert euer Gespür. Arbeitet mit euren Gefühlen und nicht mit denen der anderen. Das ist das Wichtigste, was wir in der Zeit tun können. Unsere Gefühle trainieren. Mit unseren Gefühlen arbeiten. Und nicht von außen. Ja, nicht blenden lassen von irgendwelchen Abonnentenzahlen, nicht blenden lassen von irgendwelchen Worten oder so. Ja. Euer Gefühl sagt euch genau, wer oder was gut ist für euch. Und es sagt euch auch, wenn was anders ist, ja, wenn das nicht eure Realität ist. Also lebt nicht die Realität der anderen, weil die anderen Menschen häufig auch nicht in der Realität leben, ja, sondern in so einer verstandeskreierten Scheinwelt. Und wie gesagt, es sind viele Menschen, die jetzt spirituell sind oder sich spirituell nennen. Ja, die auch einen harten Weg hinter sich haben und die das die Spiritualität als Flucht genutzt haben, die jeden Tag meditieren müssen, die jeden Tag mit, also fliehen quasi. Also jetzt auch nichts gegen Meditation, ja, wenn das jemand gut tut, ja, bitte macht es, ne? Aber es sollte keine Flucht sein. Es sollte keine Flucht sein. Es sollte keine Flucht sein, sich mit der geistigen Welt zu verbinden und zu sagen, ja, ne? Wenigstens die habe ich, weil hier auf der Erde ist ja doof. Es sollte eine Kombination sein. Keine Flucht. Und viele Menschen sind geflohen, auch weggelaufen vor ihren Themen. Die sitzen jetzt vielleicht irgendwo auf der Insel und sagen, ja, hier ist die Welt in Ordnung, weil hier, wo ich herkomme, ist ja alles bescheiden. Die sind geflohen. Und die denken, sie sind jetzt ihren Themen auf den Grund gegangen oder haben sie gelöst, aber es war eine Flucht. Und die Themen holen aber jeden Menschen wieder ein. Man kann nicht vor den Themen davonlaufen. Ich kann irgendwo mich auf die Insel setzen, wenn ich voller Themen bin und sagen, also sagen wir mal, ich habe das Thema Wut, gesund leben. Ja, ich habe es noch nicht gelernt, Wut gesund zu leben und habe da viele Menschen, die wütend sind. Ja, klar kann ich dann sagen, mir reicht's jetzt. Ich gehe irgendwo auf die Insel, wo keine Menschen sind und dann ist das Thema weg. Ist es nicht, weil es ist in mir. Es ist ja in mir. Ich kann nicht vor mir weglaufen. Ich werde es immer mit mir rumtragen. Wenn ich nicht gelernt habe, wutgesund zu leben, dann werde ich halt auf meiner Insel krank. Ja, weil ich die Wut, die ungelebt in mir herrscht und wütet, in mir rumtrage. Und trotzdem werde ich vielleicht Wut anziehen. Ja, vielleicht werde ich dann vom Hai gebissen oder von einem Tier oder was auch immer. Weil Gleiches zieht Gleiches an. Nur verändert sich dann vielleicht das Gesicht. Ja, vielleicht werde ich jetzt hier in Europa nicht vom Hai gebissen, aber irgendwo auf der Insel. Wisst ihr, was ich meine? Wir können nicht weglaufen. Aber lasst euch auch bitte keine Ängste einpflanzen, weil aus Seelensicht ist auch diese Erkenntnis, auch dieses Spiel, ja, spielerisch zu sehen. Aber seid euch bewusst, die emotionale Arbeit ist die wichtigste, die wir tun können, weil wir über unsere Emotionen alles andere anziehen. Auch wenn ich einkaufen gehe und mir eine Hose kaufe. Das, was in mir abgespeichert ist, ziehe ich im Außen an. Ist in mir Schmerz abgespeichert, ziehe ich eine Hose an, die unter Schmerz produziert wurde. Oder Essen. Ja, wenn ich in mir Schmerz trage, dann ziehe ich das im Außen an. Lebensmittel, die mit Schmerz abgespeichert sind. Das kann alles Bio und sonst was sein. Wenn da Schmerz drin ist, ist da trotzdem Schmerz drin. Lasst euch auch hier nicht blenden, weil auch in Bio-Leuten ist auch häufig noch Schmerz drin. Nur das denken wir häufig gar nicht. Oder auch versteckte Wut, weil eben gerade auch viele spirituelle Menschen vor ihrer Wut weggelaufen sind. Die haben, kann man auch keinem vorwerfen, darum geht es ja auch nicht. Aber die haben in ihrer Kindheit Wut als schlimm erfahren, haben das dann irgendwann weggeschlossen und haben gesagt, ich gehe jetzt in meine spirituelle Glitzerwelt, wo nur noch Liebe existiert. Aber das war nicht wirklich aus der Liebe, sondern es war einfach dieses Verbannen der Wut. Und wenn ich die Wut oder den Schmerz
mir nicht ansehen möchte und verbanne, komme ich gar nicht zur Liebe. Ich kann mir das vielleicht einreden, ja, weil sich jeder einredet und jeder plötzlich in seiner Liebe ist. Ich kann es mir einreden, aber ich fühle es nicht. Und viele Menschen haben sich mit dem Verstand eine Art der Liebe eingeredet, die nicht existiert, weil sie es nicht fühlen. Und da gilt es jetzt wirklich aufzuwachen aus der materiellen Scheinwelt und aus der spirituellen Scheinwelt. Und auch erstmal anzuerkennen, dass beide Welten nicht real sind. Dass beide Welten bisher aus dem Ego erschaffen wurden. Weil noch so viele Themen und so viele unverarbeitete Gefühle in den Menschen steckten, sodass das auch gar nicht anders möglich war. Und da darf sich jetzt der Schleier lüften. Ja, und als ich diese Erkenntnis heute Morgen hatte, war ich auch erstmal so wie, was ist jetzt eigentlich real? Ja? Da können wir aber auch die Chance jetzt nutzen, nochmal komplett einen Reset zu machen und in uns anzukommen, bei uns, unserer Seele. Also bitte lasst euch nicht manipulieren, wenn euch Menschen auch sagen, oh, in dir, ich spüre das und das, ja, du brauchst meine Hilfe oder so. Würde kein spiritueller Mensch. Weil jede Seele zu dem Menschen geführt wird, wo sie weiß, ich brauche ihn. Das wird zusammengeführt. Ja, ich muss niemanden manipulieren, dass er zu mir kommt. Weil dann kommt er aus der Verstandesebene und nicht aus der Seele. Das ist auch eine Manipulation, zu versprechen, wie, ja, was, wie kann ich die Leute anlocken, ja, dass sie zu mir kommen. Dieses ganze schlaue Geschäftsdenken hat nichts in der Zukunft verloren. Das brauchen wir nicht. Zielgruppenanalysen brauche ich auch nicht. Wenn ich authentisch bin, ja, dann ziehe ich die Menschen an, die so sind wie ich, weil Gleiches zieht Gleiches an. Also ich ziehe Menschen an, die sich nicht mehr manipulieren lassen wollen, die ihre innere Führung zurück wollen, die nicht im Außen eine Krücke suchen, sondern die in sich den Halt finden wollen. Sowas ziehe ich an. Mit solchen Menschen kann und möchte ich arbeiten. Wenn ich irgendwelche Versprechungen mache mit, ja, hier Gewichtsverlust oder was weiß ich, oder ja, so mit mir happy in 2 Wochen oder so, dann würde ich den Verstand ansprechen, der manipuliert werden möchte. Will ich aber nicht. Ich möchte niemanden auf der Verstandesebene locken und ich möchte auch nicht Menschen im Verstand manipulieren. Ich möchte die Herzen öffnen. Ich möchte die Seelen erreichen. Weil dann der Mensch wieder ein Mensch ist und sich selber führen kann. Jeder Mensch ist sein eigener Führer. Und wir hatten in der Vergangenheit Führer, die das Wort missbraucht haben. Und ihr wisst genau, worauf ich anspreche. Und dafür schämen gerade wir Deutschen uns heute noch. Weil wir einem Führer hinterhergelaufen sind, der manipuliert hat. Aber warum haben wir das gemacht? Weil wir nicht mit unserer Führung verbunden war, weil wir uns haben manipulieren lassen, weil wir den Halt bei anderen gesucht haben, den Halt im Außen, den Halt bei anderen Menschen, die sich stark präsentiert haben, die eine Richtung vorgegeben haben, die aber innerlich schwach und zerbrechlich waren und verletzlich. Solche Menschen haben wir als starke Führer gesehen, was aber gar nicht wahr war. Und das darf man auch erstmal anerkennen, nicht nur wie manipulativ die Vergangenheit war, sondern auch immer die Frage, warum haben sich denn die Menschen manipulieren lassen? Man kann ja nicht einem die Schuld geben, weil es gibt ja noch Tausende, die das da machen, was der eine sagt. Weil ja alle nur blind hinterherrennen. Das ist kein Führertum, das ist keine Führung. Das ist Quatsch. Ja. Und deswegen dürfen wir nochmal kurz die Vergangenheit reflektieren, um in Zukunft nicht mehr diese Fehler zu machen. Lasst euch nicht mit Ängsten führen. Lasst euch nicht sagen von Menschen, was ihr zu tun habt. Das sind keine wirklichen Führer. Das sind schwache Menschen, die aus dem Ego heraus
Anhänger brauchen, um dadurch Energie zu bekommen, die sie nicht aus sich erzeugen können, weil sie gar nicht das Energiesystem haben. Führer sind Menschen, die Energie geben und nicht nehmen. Lasst euch bitte nicht anzapfen. Lasst euch nicht manipulieren. Und das ist das Wichtige, erstmal anzuerkennen, was vielleicht gar nicht real war, von dem wir dachten, es war die ganze Zeit real, weil es zu unserer Realität wurde und wir dann diese Menschen vielleicht auch angezogen haben, die sich auch haben manipulieren lassen und plötzlich lebt man in einer spirituellen, materiellen Scheinwelt und weiß gar nicht mehr, was ist denn jetzt die Wahrheit? Wer spricht die Wahrheit? Die Wahrheit spricht dein Herz, deine Seele und niemand anders. Nur du selber weißt es. Deswegen, egal wo du gerade stehst oder liegst oder sitzt im Leben, folge deinen Impuls. Sei es die Wohnsituation, sei es dein beruflicher Werdegang, sei es Menschen, die du in deinem Leben haben möchtest. Folge deinen Impulsen. Lass dir nicht von außen sagen, oh, ich lebe jetzt was, was ich nicht auf Timbuktu, in Timbuktu, da ist es schön. Komm her. Nein, lass dir nichts von außen sagen. Hör in dich hinein, weil erst wenn wir im Außen sagen, hier haltet alle mal bitte die Klappe, erst dann haben wir von innen die Antworten, die dann kommen. Und dann werden die klarer, deutlicher, Tag für Tag. Und das Wichtige ist erstmal das Bewusstwerden, dass in der Vergangenheit gar nicht alles richtig war, von dem du dachtest, dass es wahr war. Das erstmal sich bewusst machen. Dann kommen die Antworten. Weil du dich erst dann wirklich öffnest dafür. Erst wenn im Außen die Realitäten einstürzen und wir das in Frage stellen, sowohl materiell als auch spirituell, schauen wir in uns hinein. Und das ist genau jetzt der Zeitpunkt. Nicht mehr zu fliehen, weder vor der materiellen Welt noch vor der spirituellen Welt. Nein, wir müssen keine Welt leugnen, ausblenden oder bekämpfen. Es gilt, sie zu vereinen. Es gilt, aus der Liebe heraus beide zu sehen und zu vereinen. Und nicht aus dem Ego, nicht aus der Angst, nicht aus der Wut und nicht aus dem Schmerz, sondern aus der Liebe. Und das ist ein Zustand, den wir erstmal noch kennenlernen werden, weil wir das noch nicht kannten. Weil alles manipulativ war in der Vergangenheit. Und ich möchte jetzt auch nicht übertreiben, ja. Ihr spürt es ja selber. Wenn ihr sagt, nö, Daniela, ich wurde noch nie manipuliert oder so, dann bitte, ja. Jeder darf auf sein Gefühl hören. Ich spreche nur für mich. Und ich habe mich häufig von Menschen manipulieren lassen, die mir gesagt haben, ich helfe dir. Du brauchst mich. Ich beschütze dich. Ich möchte nur dein Bestes. Und da dürfen wir alle aus dem Ego. Wir dürfen alle aus dem Verstand, weil der Verstand wird es nicht verstehen. Glaub mir, auch mein Verstand, der versucht dann zusammenzusetzen oder auch wenn Menschen was gesagt haben, ich so, wieso habe ich das damals nicht so gesehen? Wieso war mir das damals nicht bewusst? Ja, aber war das nicht so? Und wisst ihr, dann der Verstand versucht es zusammenzubasteln und es zu lösen und es geht nicht. Weil mein Gefühl hat dann immer den Weg. Und er ist ohne Gedanken und er ist ohne alles lösen zu müssen. Wir müssen nicht im Kopf was lösen, was wir nicht verstehen, weil wir müssen es auch nicht verstehen. Was wir sollten, ist unserem Gefühl folgen, unseren Impulsen und dann kommt eins zum anderen. Und dann ergibt es im Nachhinein einen Sinn. Aber hört auf, im Kopf nach dem Sinn zu suchen. Folgt euren Impulsen. Das ist die Lösung und das macht es auch so einfach und unkompliziert. Und das macht es aber auch so schwierig für uns, weil wir die komplizierten Wege gewohnt sind. Denk nach, mach dir einen Plan. Wie sieht dein Leben in ein paar Jahren aus? Was möchtest du, wenn du da bist? Was willst du da? Wieso gehst du dahin? Hä? Das ist alles der Kopf. Also lass dich nicht von den Gedanken der anderen und auch nicht von deinen Gedanken, die destruktiv sind, leiten oder manipulieren, weil nicht nur der Verstand der anderen uns manipuliert, sondern unser eigener. Und wenn wir uns selber klein halten, uns selber manipulieren, uns selber nicht erheben,
dann ziehen wir genau das im Außen an. Manipulative Menschen, die uns auch nicht aufbauen, weil alles hat den Ursprung in uns, nicht nur in unserer emotionalen Welt, sondern auch in unserer geistigen, in unseren Gedanken. Und wenn uns die eigenen Gedanken noch nicht aufbauen, also wenn ihr noch sagt, ja, aber ich kann nicht das und oh ja, vielleicht bin ich ein schlechter Mensch, vielleicht bin ich so und so, vielleicht kann ich das nicht, vielleicht bin ich klein, vielleicht bin ich dumm, vielleicht bin ich hässlich, vielleicht bin ich bla bla bla, dann manipuliert ihr euch auf einer sehr destruktiven Ebene. Und dann zieht ihr auch Menschen an, die euch auch manipulieren, weil ihr euch selber manipuliert. Also hört auf, euch zu manipulieren, hört auf, euch klein zu halten. Hört auf, alles mit dem Verstand erklären zu müssen oder zu wollen. Folgt eurem Herzen. Folgt euren Impulsen. Verbindet euch mit euren Herzen. Legt auch mal die Hand auf und sagt, ich folge dir, mein Herz. Folgt euch und niemand anderem.